Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuseherinnen und Zuseher hier im Haus, sehr geehrter Herr Präsident. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir die Rechnungshofkritik nicht nur ernst nehmen und sagen, da gibt es berechtigte Kritik, sondern dass wir endlich in die Zukunft schauen und diese Dinge, die gefordert werden und kritisiert werden, auch endlich in die Umsetzung bringen. Weil nur zu sagen, ja, es stimmt und dann nichts zu ändern, das macht die Situation beim nächsten Mal nicht besser. Wir haben gesehen, dass es durch diese Parallelstrukturen, die aufgebaut worden sind, Kolleginnen und Kollegen haben es ja schon erwähnt, verschiedene unterschiedliche Stellen gegeben hat, die gefördert haben. Und man muss sich einmal vorstellen, allein was das für bürokratischer Aufwand ist, wenn drei verschiedene Stellen oder noch mehr Förderungen auszahlen, wie viele Menschen da im Hintergrund sitzen und die Dinge bearbeiten müssen, was es für Aufwand ist für Künstlerinnen und Künstler, immer in einer Unsicherheit gewesen, ob sich's noch ausgeht oder nicht. Und das ist meine Kritik insgesamt. Die Rechnungshofberichte sind immer sehr genau und sehr detailliert. Und es ist unsere Aufgabe, dass wir endlich in die Umsetzung kommen, dass diese Strukturen besser werden. Der Rechnungshofbericht sagt auch, und er beweist es auch, dass wir mehr Daten brauchen. Wir fordern seit Jahren, dass wir endlich ein Kultursatellitenkonto bekommen, um zu wissen, was ist in der Kultur eigentlich alles verfügbar, welchen Mehrwert hat es, wo sind die Künstlerinnen und Künstler zu Hause, welche einzelnen Sparten gibt es, die was zur Verfügung stellen. Dieses Konto gibt es immer noch nicht. Ich habe auch gefordert, dass es eine Förder-ID gibt endlich. Das heißt, dass Kulturschaffende und Vereine durch eine Kennzahl immer, egal an welcher Stelle, auf welcher Ebene, weil die Kulturförderungen sind immer strukturiert bis auf die Gemeinden herunter, dass es so eine Förder-ID gibt, eine Digitalisierung, wo es einfach möglich ist, nachzuvollziehen, wer wie viel Förderung bekommt, von welcher Stelle. Man kann insgesamt sagen, dass aus unserer Sicht nicht zu wenig gefördert worden ist, in Teilen wahrscheinlich sogar zu viel. Und das ist dem geschuldet, dass die rechte Hand oft nicht weiß, was die linke Hand tut. Und die größte Intransparenz sehen wir ja nach wie vor. NEOS kritisiert es ja seit Anfang an und hat auch die Installierung kritisiert, ist die COFAG. Also eine Blackbox zu schaffen, wo niemand hineinschauen kann, das Parlament keine Möglichkeiten hat, auch nur ansatzweise nachzufragen. Das ist aus unserer Sicht einer der größten Fehler gewesen. Und deswegen waren wir damals auch schon sehr kritisch. Insgesamt möchte ich darum bitten, dass wir endlich die Datenlage verbessern. Wir haben alle Daten, wir müssen sie nur sinnvoll zusammenführen. Eine Aufgabe für den Digitalisierungsstaatssekretär aus meiner Sicht, dass wir endlich in der Datenlage besser werden, gute Schnittstellen bringen, damit sowohl die Gemeinden, die Länder als auch der Bund Bescheid weiß, wer, wo, an welcher Stelle wie viel Förderung bekommt. Herzlichen Dank.